Hier ist Galkind mit Super Paper Mario. Wir verkaufen unsere Seele und retten RTL-Mitarbeiter. Aber es geht nicht anders. Anders kommen wir nicht an das reine Herz ran. Tun wir es nicht, geht die Welt unter. Den Typen mit dem Mikrofon haben wir schon gefunden. Doch wo ist der Kameramann? Befindet er sich hier? Hier war das mit dem Felsen, wo wir das dann mit der Bombe aufgesprengt haben. Nein, hier ist nur eine Menge Kohle. Na gut, können wir auch gebrauchen. Wir haben vor dem Kapitel richtig viel Asche verloren. Also eigentlich dachte ich, vom Geld her können wir entchillen, aber nein. Wir waren dann schon fast pleite. Jetzt haben wir zwar wieder 400 Münzen, aber das ist halt jetzt auch nicht so sicher. Weiter geht's. Hier waren wir schon überall. Okay, hier kommt wieder ein Gegner. Das heißt... Nee, Quatsch. Dass ich hier noch nicht war. Also killen. Bäm. Röhre überprüfen, da ist nichts. Oh, das war dämlich. Das war dämlich. Immerhin ist einer gestorben. Bowser, komm mal her. Kümmer dich darum. Okay. Es geht. Was ist das denn hier für ein Scheiß? Ist hier irgendwas versteckt oder so? Okay. Ich könnte sogar durchlaufen. Hm. Diesen Block können wir auf jeden Fall mit Knüppel entfernen. Knüppel habe ich gerne draußen, weil mit Knüppel mache ich mehr Schaden. Genauso viel wie mit Bowser. Oh. Nochmal so eine Lore. Na dann, los. Muss ich wieder die 3D-Ansicht wechseln? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich tue es einfach, weil ich glaube, es schaut geiler aus, oder? Yeah. Hat doch End den Style. WTF ist da gerade über eine Lücke drüber gesprungen. Naja, diese Loren können sowieso alles. Das haben wir schon beim letzten Mal gesehen. Ja, aber die Fahrten werden schon arg hinausgezögert. Sieht man, das streckt jetzt das Spiel. Also jetzt wird es aber übertrieben. Ziemlich unnötig, auch wenn es, wie gesagt, ganz cool ist. 2 bis 3 solcher Loopings hätten mir ausgereicht. Nicht 5. Ja, ja, der springt tatsächlich über so ein Loch drüber. Kann man hier nochmal gut sehen. Yeah. Wie lange ist denn die Fahrt noch, Alter? Ja, jetzt ist das Ziel endlich da. Das war definitiv die längste Fahrt. Ich hoffe, es hat sich gelohnt. Ist hier irgendwo der Kameramann? Okay, auf jeden Fall schon wieder so ein Florosapiens, der auf die Mütze kriegt. Und da unten ist auch schon wieder ein Gefängnis für die armen Klipulaner. Ich guck mal runter, weil da ist ein Block. Kann ich mich da heilen? Nein, kann ich nicht. Da ist ein böser Pilz. Super. Down. So, nicht verletzen. Wenn man die verletzt, kriegt man Minuspunkte. Und eine Karte. Megaspreuenkart. Gut. Das sind diese ekelhaften, schnellen Stachelbiester. Nein. Tut mir nichts. Ich tue euch auch nichts. Ich bin doch nur da, um euch zu retten, ihr Vollidioten. Mann. Da habe ich gesehen, dass das keine echten Steinblöcke waren, sondern diese gelben, die man kaputt hauen kann oder kaputt bomben. So. Ja, da ist er, der Kameramann. Hey, du nicht ferngesteuert? Du von Fertigszentrum entkommen da. Was man will, gar dorthin bringen. Vielleicht macht Blatt auf Kopf ihn ruhiger. Du bist Teil von Karls Kamerateam, oder? Er wartet auf euch. Du kennst Filmemacher? Ja. Tschüss. Da er sich also aufgehalten. Er sagt, Watzmann, warte hier. Aber eine Sekunde später, er schon vergessen. Meine Arbeit manchmal schlimm. Danke, Watzmann, wie der zurückgeht. Kein Wort verstanden, aber naja, gut. Wenn er meint... Haben wir jetzt eigentlich alles gesehen hier? Ach, da ist ja nochmal so ein Florosapiens. Gleich mal killen den Arsch da. Spast. So. Und wieder zurück. Aber noch nicht zurück zu Karl, dem Filmemacher. Oder? Gibt's noch einen Weg für uns? Wo wir noch nicht waren? Naja, fahren wir erstmal zurück, dann sehen wir es schon. Die ganze lange Fahrt nochmal. Was auch sehr interessant ist, ist, dass ich vor- und zurückfahren kann.
und anscheinend auch unendlich Speed habe. Das scheint mir so, als wäre das so ein Elektrozug. Ich klebe ja auch an der Decke teilweise, obwohl ich nicht mal wirklich schnell fahre. Und egal wie viele Loopings und Hügel kommen, ich bleibe exakt gleich schnell. Also eigentlich müsste ich ja mehr oder weniger öfters mal angestupst werden. Oder ich müsste einen Auspuff haben, dass ich das schaffen würde, könnte. Aber das ist nicht gegeben. Ah, okay, wir sind am Ende angekommen. Na gut, dann werde ich den Weg zurückschneiden zum Kameramann. Zum Filmemacher. Moment mal. Auf dem Rückweg ist mir das hier aufgefallen. Seht ihr ja nicht auch, dass das löchrig ist? Kann ich da runter? Ey, ich glaube, dieses Geheimnis habe ich noch nie gefunden in diesem Spiel. Ist es echt so? Was ist denn da? Gleich kann ich euch sagen, ob ich mich daran erinnere. Was zum Geier? Wo falle ich denn da runter? Okay. Ja, das ist nur Geld. Nee, ich glaube, dieses Secret habe ich tatsächlich noch nie gefunden, aber da ist halt leider auch nichts Besonderes zu finden. Schade. Hm. Ja gut, dann zurück zum Filmemacher. Ja, speichern kann ich. Ja doch, mache ich jetzt. Damit ich dann schön durch die Tür gehen kann. Die Ladung meiner Batterien ist schon seit 3 Jahrzehnten vorbei. Beziehungsweise leer, nicht vorbei. Wann erreiche ich eigentlich das nächste Level? Boah, das dauert aber. Das dauert aber. Okay, auf die Level sollten wir jetzt nicht mehr so viel achten, weil viele werden wir nicht mehr erreichen. Leider. Fast wie durch ein Wunder fanden ich und mein Team wieder zusammen. Joa. Für den Jubel blieb jedoch keine Zeit, denn wir mussten unsere entführten Brüder finden. Während die Gefahr uns im Nacken saß, gingen wir tiefer in die verbotene Höhle. Dazu verwendeten wir den Schlüssel für die letzte ungeöffnete Tür. Also, du hast doch den Schlüssel, oder? Ich nehme ihn besser an mich. Was? Du verklippst mich? Ich nie Schlüssel erhalten, Alter. Oh, hm. Wirklich? Was? Schlüssel? Ja, du Genie. Ein Schlüssel. Sag jetzt bitte nicht, dass du ihn auch nicht hast. Hatte Schlüssel, aber dann, Also hast du ihn? Gut, gut. Gib ihn her. Komm. Ja, hatte. Hast. Nein, so. Du hast ihn verloren? Wird ein tragischer Fehler seines Teams Karl Klipsteins Karriere ruinieren? Nein, da. Klipstein sagt, ihr verliert ihn sowieso, also behalte ich ihn. Klipstein hat Schlüssel da. Absurd. Wenn das wahr wäre, würde sich der Beweis ja in meiner Hosentasche finden lassen und... Oh. Ja, Klipstein hoch! Ein Wunder! Wie durch Magie taucht der verschwundene Schlüssel wieder auf. Diese Höhle übersteigt klipolanisches Verständnisvermögen. Ein Wunder. Okay, ist klar, ne? Na, so ein Zufall. Aber wir haben ja alle zum Gelingen oder der Suchmission beigetragen. Irgendwie so. Aber jetzt weiter. Wir müssen zu dieser letzten, noch nicht geöffneten Tür. Stimmen meine Forschungen und das tun sie immer. Passt dieser Schlüssel in die Tür. Hinter der Tür liegt vielleicht eine Falle, die uns alle erwischt. Wie war das? Du willst die Tür öffnen, egal was hinter ihr liegen könnte? Sehr gut und so mutig. Gepär. Ich wollte sie ja eigentlich selbst öffnen, aber da du so darauf bestehst... Nicht, dass ich Angst hätte. Dieser Gedanke ist absurd, fast schon lachhaft. Als Abenteurer ist mir klar, wie viel dir daran liegt. Nach dir. Höhlenschlüssel öffnet eine Tür in den Flohhöhlen. Wir gehen zuerst darunter. Folgt uns, sobald ihr bereit seid. Wir sehen uns. Guys, wenn dieser Spaten die ganze Zeit den Schlüssel hatte, wisst ihr, was das bedeutet? Wir hätten das RTL-Team gar nicht retten müssen. Oh, wäre der Trottel nicht so verdammt verblödet.
klar, dass das so ein RTL-Spaten ist. Ich meine, so dumm wie er ist. Naja, sei es drum. Jetzt ist es zu spät. Öffnen wir die Tür. So, was ist denn da hinten? Noch eine Lore. Darf doch nicht wahr sein. Mal sehen, wie lang und nervig diese Fahrt sein wird. Wow, diesmal ist sie sogar blind. Ich sehe gar nicht, was passiert in der 3D-Ansicht. Tschüss. Ist auch voll logisch, oder? Wieder die ganze Zeit haben wir die gleiche Geschwindigkeit, obwohl wir steil bergab fahren. Eigentlich müsste ich dann mega Speed drauf bekommen, aber egal. Was mich jetzt auch interessieren würde, ist, kann ich so ganz leicht wieder zurückfahren? Also ich meine bergauf und so. Ja, muss ja gehen. Ja, geht echt. Nö, wie unlogisch. Naja gut, kann man nichts ändern. Ist hier nun irgendwo das Ziel? Hallo? Oh. Smaragde. Und Spaten! Hat seinen Kopf verloren und der ist voll gegen den, gegen die Wand gekracht. Und was ist hier? Ein Block. Ein Sternchen. Halt! Diesmal will ich Bowser. Yes. Pixel Bowser Alarm. Zermalme alles. Boah, der schaut so grausam aus. Aber wenn ihr euch an die Vergangenheit erinnert, Bowser sah tatsächlich schon immer verdammt scheiße aus. Hey, da ist nochmal ein Block, den ich zerhauen kann. Werde ich auch müssen. Ich werde nochmal zurückgehen. Aber halt, erstmal jeden umbringen. Arschloch, verdammt. Was fängt hier eigentlich ein, ne? Halt, Mango fressen. Wir haben ein paar KP verloren. Das darf nicht sein. Ja gut, wenn wir schon mal hier sind, dann werde ich auch gleich wieder zurückgehen und die Tür öffnen. Ich weiß nur nicht, ob das ein Secret ist oder ob man da rein muss. Irgendwo muss ja jetzt halt auch mal das Ziel sein von dem Kapitelabschnitt, oder nicht? Saphire? Ah ja, ja, okay. Dachte ich mir, dass da das Ziel ist. Aber wie gesagt, wir morden noch ein bisschen. Und vielleicht ist da hinten ja noch was. Ich meine, es geht ja nicht umsonst da einfach so weiter, oder? Aber Bowser ist mir zu langsam. Und mit Mario kann ich... Oder doch, kann ich schon... Kann ich noch nach vorne blicken und da ist tatsächlich noch so ein Block. Und ein Klippulana, WTF. Wieso denn das? Ja, und da hoch komme ich jetzt halt nicht wirklich. Ich muss den so runterholen. Tag dead. Lass mich immer treffen, verdammt. So, was, hier ist nichts? Das kann nicht sein. Ja, aber warum ist dann... Also ich sehe hier nichts. Aber hier muss doch eigentlich was sein. Warum ist der Block dann da? Vielleicht ist er da was Unsichtbares. Ich leg da mal eine Bombe hin. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Ich meine, das kann doch gar nicht sein. Warum zum Geier... ist hier dann ein Block? Der ist doch nicht zum Spaß da. Okay, vielleicht doch. Joa, Leute, wenn ihr irgendwas wisst, teilt es mir in den Kommentaren mit. Ich finde hier jetzt nichts, obwohl es äußerst auffällig ist. Gut, akzeptieren wir. Genauso wie wir akzeptieren müssen, dass wir RTL geholfen haben. Aber es wird Zeit, diesen Abschnitt abzuschließen. Und im nächsten Part kommen wir auch schon zum finalen Abschnitt von Kapitel 5. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, wenn nicht, dann... Bis bald.